Wir haben uns kennengelernt 2010 auf dem Hochtourenkurs. Nee, Skitourenkurs. Ja, 2010 auf dem Skitourenkurs. Ja. Und das hat dann halt irgendwie harmoniert. Das Abenteuer muss so groß sein, dass wir von vornherein nicht wissen, ob es funktioniert oder ob es klappen könnte. Also die Möglichkeit muss natürlich da sein, aber auch die Möglichkeit des Scheiterns muss da sein. Weil sonst, denke ich, dann wäre der ganze Anreiz hier ein Stück weit weg. Es geht eigentlich eher darum, selber die eigenen Grenzen vielleicht zu erfahren. Die Schwierigkeit stand überhaupt nicht im Vordergrund, sondern eher wieder unser eigenes Ding. Eine eigene Route suchen, den eigenen Zustieg rausfinden. Am besten alles ohne Träger, nur unsere eigene Muskelkraft und dafür vielleicht halt zweimal hochlatschen. Ein persönliches Level, persönliches Abenteuer. Und mit ein bisschen Kreativität gibt es so viele Möglichkeiten, irgendwie was Neues zu machen. Deshalb stand natürlich schon auch im Vordergrund wirklich die Erstbegehung. Also irgendwo hochzugehen, wo noch niemand oben war. Und da reizt natürlich auch dieser Gedanke, klappt's, kommt man da hoch. Du fährst nach Hause und hast schon das nächste Ziel wieder vor Augen. Die beschissenste Route ist nachher die geilste, wenn du es überlebt hast. Also überlebt würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber wenn du es überstanden hast. Alle ab! Also so Regel Nummer 1 bei uns ist, niemals einen Löffel abgeben. Genau. Regel Nummer 2, immer gut aussehen. Und dann hat man eigentlich schon alles. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Dann war die Tour schon erfolgreich, ja. Dass es uns einen bestimmten Kick geben würde. Also klar, ich meine, wenn man nachher das überstanden hat, dann diese Tour oder dieses Erlebnis, das auch ein Stück weit heikel war, dann gehört es. Es ist schon ein Mehrwert, als hätte man ein doppeltes Netz gehabt. Definitiv. Und bei den anderen Touren ist es genauso. Dort, wo der Rucksack dermaßen drückt, dort, wo es ätzend wird, dort, wo die Füße wehtun, das sind die Touren, die im Gedächtnis bleiben. Aufgrund dessen, dass Chris ein Jahr da drüben war und für eine Hilfsorganisation tätig war, kannte er das Land sehr gut, auch die peruanische Bevölkerung. Und dort ist es eigentlich üblich, dass man, wenn man große Vorhaben hat, dass man die Götter um Erlaubnis bittet. Und dementsprechend halt unser Berg, Nevado Chicón, ist ein sehr potenter Berg. War es für uns wichtig zu sagen, wir machen das so, wie es die Peruaner gemacht haben. Das heißt, wir haben einen Schamane zum Chris kommen lassen, wir haben wirklich ein Ritual gemacht. Und das gehört natürlich auch mit dazu, sich auch damit auseinanderzusetzen. So ist das. So ist das. Bei uns zumindest.